Okay, wenn ich dann da jetzt hinfliege, das ist ein Monat, hin und zurück ein Monat. Haben wir noch 2 Monate zum Kämpfen? Dann sollten wir das tun. Und dann geben wir die Einsatzleitung für ein Jahr an den Arbeitgeber ab. Das ist dann wie bei Lances of the Kestrel, wo du halt dann hintereinander weg diese Mission machen musst. Und dann bei dem Dragon wollte ich die LSR rausbauen und dafür eine KSR rein. Dann müssen wir jetzt aber auf jeden Fall eine Mission machen, weil wir haben nicht mehr genug Asche. In der Tat. Das kriegen wir aber alles hin. Das ist kein Thema. So, genug Geld ausgegeben. Sternenkarte. Ich habe noch eine Nachricht vom Kopfgeldjäger bekommen. Die schauen wir uns erst an und dann geht's los. Oh, wie die Mächtigen gefallen sind. Es gab einmal eine Zeit, in der die Mitglieder der Blackhearts die am meisten gefürchteten Menschen im gesamten menschlichen Raum waren. Die Anti-Terror-Einheit des Hause Cameron, die selbst Angst- und Terrortaktiken einsetzte, um die Anti-Liga-Aufständischen in der Peripherie zu beruhigen. Sie benutzten oft fortschrittliche Power-Rüstungen, die meinen eigenen sehr ähnlich waren. Aber als das Haus Cameron fiel, fiel auch die Regierung der Sternliga, die diese selbstgerechten Killer anstellte und schützte. Da die großen Häuser keine Freude mehr hatten und viele Mitglieder vor der Verantwortung für Kerensky und seine Leute flohen, wandten sich die Verbliebenen dem Söldnerleben zu, um zu überleben. Sie schnorrten nach Arbeit und Geld von genau den Leuten, die sie einst zur Strecke gebracht hatten. Ist Karma nicht toll? Gut, jetzt lass uns hier endlich losfliegen und noch eine Mission machen. Okidoki. Wie viele Monate? 4 Monate haben wir immer noch. Sehr gut. 124 Tage. Sehr gut. Das schaffen wir. Perfekt. Letzte Piloten. Ja, bei dem Centurion sehe ich tatsächlich auch arges Potenzial. Also, ich glaube, der ist richtig gut. Da gucken wir mal. Los geht's. Ah, spannend. Sehr gut, dann machen wir das. Ich hatte gerade einen Soundbug. Das Spiel war plötzlich ganz leise. Einmal Escape gedrückt, passt der Sound wieder. Na gut. Solange der Fix so einfach ist, geht's klar. Ja, dann einmal direkt geradeaus drauf zu, ne? Oder? Ja, komm. Wobei wir da Gefahr laufen, von beiden Seiten angegriffen zu werden. Wollen wir den da in der Mitte zuletzt machen und erstmal ganz nach oben links laufen? Jo. Ich glaube, das ist taktisch klüger. Und obwohl wir jetzt die Mission einmal, also die eine Mission nicht geschafft haben, hatten wir ja trotzdem noch gut Kapital. Aua. Aua, warum denn auf mich? Junge, 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 habt ihr euch da direkt gegeben? Ich glaube, man sollte nicht so schnell in den Nahkampf gehen. Das zieht einem immer direkt am Anfang richtig Panzerung. Aber der wollte es halt auch wissen, ne? Aber dass die Trebuchet schon wieder eigentlich. Eigentlich kann ich die jetzt schon wieder an die Ecke stellen und sagen, du, chill erstmal.
Die Trebuchet ist definitiv kein Mech, dem man nochmal einer KI in die Hand geben kann, weil die KI kann mit dieser Trebuchet einfach nicht umgehen. Das merke ich mir hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Mission, wo ich mir denke, oh, Trebuchet. Für die KI wäre es ja perfekt. Nein. At the waypoint. Once you've found the targeted asset, move up to it and we'll begin the recovery procedure. Willst du es einsammeln? Ja, würde ich gerne, wenn vielleicht ist ja Panzerung drin. Probier dein Glück. Wie gesagt, ich habe es lange nicht erlebt. Nope. Nee. Übrigens, in deinem linken Arm sind keine Waffen. Da ist tatsächlich nichts drin, also immer schön die linke Seite hinhalten. Okay. Hinter uns ist ein Loktus. Lokus, ja. Mein Gott. Die kleine Ratte muss man erstmal treffen. Noch einer davon. Aua. Okay, haben wir. Uff, was ist da jetzt noch hinter mir? Nee, brauchen wir nicht. Okay, die Mission scheint auch richtig einfach zu sein. Perfekt. Okay, da müssen wir ja gar nicht weiter hin. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt jetzt in die Mitte. Okay. Weil den Wegpunkt haben wir hier abgelaufen und da war nichts. Und wenn da jetzt noch irgendwas steht, was uns Schaden macht, würde ich gerne drauf verzichten. Also die zwei kamen, glaube ich, auch von der Mitte, ne? Die zwei Lokus. Kann sein. Stimmt, die sind hier durch die Schlucht gekommen. Das heißt, eventuell ist jetzt bei dem Wegpunkt auch nichts mehr. Zumindest ist es weniger. Korrekt. Mal gucken. Vielleicht finde ich für den Blackjack hier mal noch eine AK-2 Burstfire oder sowas. Die AK-2s sind jetzt nicht ganz befriedigend. Nope. Wo ist er denn? Noch nicht gesehen. Moin. Ich muss ja weg. Warum gehen die eigentlich alle auf mich? Mann, der hat ganz schön ausgehalten, du. Stressig. So, wo müssen wir jetzt hin? Achso, wir müssen noch... Oh, nee. So.
Ja, moin. Ups, Entschuldigung. Ah. So, okay. Dann musst du jetzt auf jeden Fall vorgehen. Ich hab viel rote Panzerung. Du hast noch, du hast noch einen Luftangriff, ne? Ja, aber das ist halt schwierig. Let's try. Bestimmt. War bestimmt die super Idee. Ne, ich habe gerade festgestellt, das war gar nicht die Base. Tüdüm. Falsch benutzt. Ich habe mich durch den kleinen Mac triggern lassen. Das werde ich nicht lange durchhalten. Ja, dann komm zurück. KI habe ich geschickt. Okay, er hat keine Waffen mehr. Rose. Boah. Sehr gut. Ein Ritt auf der Rasierklinge, würde ich sagen. Perfekt. Schlagkräftige kleine Truppe, die wir hier haben. Man muss halt immer ein bisschen managen, ne? Jo. Meine Front ist fast komplett rot. Du, mir ist fast der rechte Torso weggeflogen. Könnten Sie mal hier ein bisschen noch auf den Verkehr mit achten? Rüpel. Ich bin gleich im Kreis. Sehr gut. Oh, Überraschung! Steht da einfach ein Wolverine um der Ecke. Kam der her? Immer wieder für eine Überraschung gut das Spiel. Hm. Das waren sogar welche für einen Nahkampf. Nice. Ich glaube, den 6P würde ich mal mitnehmen, aber wir haben hier nur 5. Okay, dann nehmen wir keinen Mac mit. Schade. Weil ich diesmal komplett auf Geld gegangen bin. Ja. Kann man so machen. Ist eine Dreier-Mission? Ja, du, das hat ebenso gut funktioniert. Da dachte ich mir, wir machen das gleich nochmal. Also ich habe jetzt Kurzstrecken. Also Nahkämpfer, ne? Ja, das ist okay. Einer muss ja tanken. So. Na, aber nicht mit dem Kintaro. Stell dich nicht so an. Ja, genau. Einfach die andere Pobacke mal hinhalten. Richtig. Wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Ja, warte, wo war das Sparschwein für die Phrasen? Der Phrasen-Euro? Gut. Eine Runde Kreuzritter. Ich glaube, den bin ich heute noch nicht gefahren. So, erstmal die KSRs machen. Perfekt. Okay, erreiche Checkpoint Alpha, um deine Stellung zu beziehen. Hinter uns. Hinter uns. Let's go. Also eine AK-2 auf Linksklick, KSRs auf Rechtsklick. Perfekt. Kriegen wir hin.
Warum habe ich eigentlich schon wieder einen Luftangriff? Habe ich mich da verskillt? Also, verskillt? Ich wollte eigentlich gar keinen Luftangriff. Nevermind. Habe ich mich bestimmt verklickt. Ich wollte eigentlich Schadensabdeckung haben und habe dafür einen Luftangriff geklickt. Das Einzige, was bei dem Crusader ein bisschen komisch aussieht, ist sein Schadensmodell unten links. Das mit diesen dicken Beinen und so. Ja, komisch, ne? So. Nee, wie heißt die? Gottesanbeterin mäßig. Ja, jetzt wo du sagst. Aber bei den anderen Mechs sieht das halt alles viel, viel feiner aus, ne? Also wenn man sich das mal bei dem Kintaro anguckt, da ist so dieser ausgefüllte Bereich innen drin ganz klar. Dann eine ordentliche Gap zu der Außenlinie. Und dort ist das halt alles so zusammengepresst. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Die Kiste noch warten, oder? Ja. Ja, vielleicht brauchen wir ja Munition. Genau. Ja. Ich hoffe, unsere Zikada wird nicht komplett zerschreddert. Das wäre äußerst unangenehm. Ich gehe links rum. Okay. Ja, war ja klar, ich bin wieder alleine. Ja, was erwartest du? Aber den Clan wirst du ja wohl schaffen. Notfallabschaltung. Da kannst du dich diesmal nicht bei mir beschweren, den habe ich nicht gebaut. Nee, den habe ich selber gebaut. Harasser, na komm, holen wir uns. Okay, wo kommen die Gegner? Hier hinten. Okay. Ich hab dir mal unsere KI geschickt. Ich gehe mal außenrum, nicht, dass ich unnötig viel Schaden mache. Sagte er und hat gerade mit dem Gedanken gespielt, den Luftangriff zu starten. Moin. Raketen-Aiming müssen wir üben. Okay. Jetzt, verdammt, der hat mich mit Feuer. Ja. Oh ja, ich habe mich mit Raketen. Ja, wenn wir dann irgendwann mal Double Heatsinks haben, dann sind die Flieger da. Es fällt mir jetzt erst auf, dass hier Steine in der Luft fliegen. Bei dem Biom. Mein Gott. Jetzt aber. Gut. Ein Ziel noch. Wo ist er denn? Warte, noch erst die Kiste holen, warte.
Ja, hol du die Kiste. Ich bin mal in einen schnellen Mech umgestiegen und werde ihn. Kommst du an die Kiste so schnell ran? Nee, die ist auf der anderen Seite. Okay. Ah, okay. Ah ja, da ist er. Da ist er. Ich komme nicht ran, ich bin Kurzstrecke. Jupp. Nice. So, da haben wir ein paar Vitos mitgenommen. Das bringt ein paar extra Credits für Reparatur oder Umbauten, wie auch immer. Und dann gehen wir jetzt nach Hause. Weil die Zikade hat schon einen roten Arm. Du siehst nicht mehr perfekt aus. Ich meine, der Crusader ist immer noch quasi fast fabriksneu. Aus irgendeinem Grund haben sie nicht auf mich geschossen. Vielleicht war ich zu schlecht. Aber nun gut. Ja, ich habe auch bloß rechter Torso vorne, ein bisschen. Ansonsten geht's. Ja. Zikada hat's mit am schlimmsten erwischt, tatsächlich. Also KSR sind auf jeden Fall genug in dem drinne. Wie viel hast du denn reingemacht? Ey, du, keine Ahnung. Genug, reicht. Aufgefüllt. Sehr gut. Weißt ja, haben ist besser als brauchen. Absolut. Absolut. So, mittlerer chemischer Laser, 2,8 Millionen. Nehmen wir so mit. EW Gegenmaßnahmen. Ich habe beides noch nicht, aber ich habe auch keine entsprechenden Mechs. Ich nehme es trotzdem einfach mal mit, um es im Zweifel zu haben. Okay. So. Reparatur schon veranlasst? Sehr gut. Du nimmst den Archer? Wahrscheinlich nicht, weil wir es wahrscheinlich tonnagenmäßig nicht schaffen. Weißt du was, bevor ich wieder in die Versuchung komme, irgendeiner KI die Trebuchet in die Hand zu drücken, nehme ich sie selber. Komm, Blackjack, können wir dein KI geben, das wird schon funktionieren. Let's go. Aber die Trebuchet muss ich nehmen. Ja, gut, dass wir den Archer nicht genommen haben. Es war ja eine Zerstörungsmission. Das wäre. Ja, okay, es wäre eine. Ist, glaube ich, eine zum. Wo man durchlaufen kann. Da wäre es nicht so schlimm gewesen. Naja, egal. Or you'll never hear the end of it from Fard. We've been cleared for airstrike support on this mission, Commander. Ja, ich muss mich an den Fehler nicht jede Runde erinnern, dass ich Luftunterstützung geklickt habe. Mein Gott. Aber naja. Also, schnell rein, schnell raus, ne? Ich verstehe gar nicht, warum du da so lachst. Oh, das ist gut. Hast mal wieder hier an PPCs gewöhnt. Gut,
Habt ihr schön gemacht. Ich habe alles daneben geschossen. Perfekt. Oh, falsche Taste. Ist das euer Ernst? Das sind einige. In der Tat. Lass einfach schön fokussen und dann... Ja, sag an. Zikada. Okay. Gut. Dann auf Vindicator. Hitzeprobleme. Okay. Dankeschön. Nice. durch den kritischen Mech hat sich auch gleich die Sache mit dem Ziel erledigt gehabt. Sehr schön. Können wir hier eigentlich oben drüber gehen oder sieht das nur so aus? Ah ne, wenn wir an dem Berg vorbei sind, ja. Hier ist auf jeden Fall ein Durchgang. Kleine Kletterpartie. Ich bin durch. Ja, ich glaube aber über diesen Weg kann uns die KI nicht folgen. Perfekt. Oh, kack, Urban Mac. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Gut, dann kommen wir dir doch noch zur Hilfe. Wobei, du schaffst das schon. Bist ja schon groß. Hitze kritisch. Wir sind dann auch gleich da. Gut. Dann, würde ich sagen, gehen wir hoch, ne? Was sagtest du, der linke Arm, da ist nichts drin beim Centurion, ne? Korrekt. Ja, gut. Dann ist ja gut. In der Tat. Gut, dann haben wir noch zwei Ziele und dann haben wir das geschafft. Dann suchen wir uns einen neuen Industrie-Hub. Am besten einen mit einer relativ hohen Reputationsstufe, dass wir da vielleicht noch einen dicken Mac kaufen können. Und dann sind wir ready für die nächste Story-Mission. War's das aber für heute, ne? Korrekt. Das heißt, wir machen hier die Mission noch zu Ende. Machen noch so ein bisschen... organisatorischen Stuff, also reparieren, nochmal gucken, was wir ausbauen können, ob wir auch noch was leisten können und dann war's das für heute. Ja, schön, alles daneben schießen, was wir können. Und das bedeutet, dass wir dann, ich vermute mal, morgen oder beim nächsten Mal, also definitiv dann beim nächsten Mal direkt mit Mission starten aus dem DLC. Wir haben uns soweit durchgekämpft. Hoffentlich haben wir uns gut genug vorbereitet. Das werden wir dann merken. Diese Vindicator, ne, die sind aber auch relativ explosiv.
So, wir müssen jetzt hier noch ein was irgendwo zerstören. Das kriegen wir ja wohl. Also, ich laufe hier ganz schön heiß, du. Meine Güte, ich kämpfe ganz schön. Okay. Kann mich jetzt nicht beschweren. Gut, treten wir hier mal noch durch und dann. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ups. Wenn Schießen nicht hilft, dann laufen wir halt durch. Gut. Sag mal, auf mein Center-Tor haben sie es aber abgesehen, ne? Schon wieder Panzerung weg. Uff. Das ist aber auch eine, also eine richtig schöne rote Farbe, die du da hast. Muss man mal sagen. Oh. Nee, das ist unseres. Huh, ich dachte schon, das ist ja, gegnerisch, dass das jetzt direkt vor. Ich hab mich schon wieder aus diesem Mech fliegen sehen, ey. Oh. Witzig. Nice. Cool. Damit haben wir diesmal alle drei Missionen geschafft. Oh, aber gerade so für mich zumindest. Du, reicht. Du, es kam hier irgend so ein flacher Panzer an, der hat mit irgendwas auf mich geschossen. Ich weiß nicht, AK-20 oder so, das hat mir voll die Panzerung weggehauen. Manticore und den anderen Patton, glaube ich, die beiden sind halt, das sind die schweren Panzer, die sind richtig, richtig ekelhaft. Gerade wenn man noch ein bisschen leichter unterwegs ist wie wir. Du kannst zwei Jobs abgeben. Nice. So, wie viele Tage haben wir noch, ist die Frage. 76 Tage. Das heißt, wir werden erstmal. Hä? Warum kann ich hier nicht reparieren? Egal. 76 Tage haben wir. Kommen wir in 76 Tagen bis darunter? Ja. Okay. So, 76 haben wir noch 14 Tage über. In der Hoffnung, dort noch einen guten Mech zu finden. You put something in my sights? I'm taking it down. Radiv, you have made the right choice, Commander. You wouldn't want me as an adversary. Okay, einmal schauen, was es hier für Mechs gibt. Noch ein Kataphrakt. Das ist ein gutes Kataphrakt. Oder ein Cyclops. Ah, aber den Cyclops will ich nicht. Aber es ist halt ein 90-Tonner. Ja gut, aber das Verhältnis muss ja auch stimmen, ne? Was bringt dir 90 Tonnen, wenn du nur Panzerung hast und dich nicht wehren kannst? Ja, also ich meine, wir haben hier KSR-4, Medium Laser und LSR-10. Ist schon nicht schlecht. Den könnte man theoretisch auch zu KSR-Only bauen. Dann macht er auch gut Bumm. Ich weiß halt nicht, wie viel Tonnage man in den Missionen braucht. Ich glaube, 70 Tonner sind gar nicht so die verkehrte Nummer, ne? Wie viele Tage brauchen wir bis dahin? Das schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr bis darunter. Deswegen würde ich sagen. Kaufen wir das Kataphrakt. Dann haben wir hier noch ein gutes Kataphrakt. Bauen hier noch ein, zwei Verbesserungen ein. So. Und dann sind wir durch für heute. Nächstes Mal geht es um die Unabhängigkeit Ras Al Hax. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ne? Schade, dass wir es heute nicht mehr geschafft haben. Aber dann beim nächsten Mal. Genau. Also, ich bedanke mich bei dir beim Mitmachen.
War wie immer sehr unterhaltsam und spaßig. Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und auch mal, ja, vielen Dank an den Stream. Hat Spaß gemacht. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.